Servus, ihr Schlawiner, noch wieder hier. Heute fahre ich den M4A3 E2 Jumbo, jedenfalls den Jumbo Barrel Rating 5,7 bei den Amerikanern. Schwerer Panzer, habe ich vergessen zu erwähnen, habe ich jetzt hiermit getan. Ja, was soll ich sagen? Wir sind hier in Finnland. Ich mag die Karte nicht sonderlich. Mal gucken, was so kommt. Da sind schon welche. Einfach mal einfach reinfeuern hier. Ich treffe hier was. Und, oh, ich habe tatsächlich was getroffen. Und ein kritischer Treffer. Das ist aber richtig Glück. Ich hoffe, es geht jetzt hier weiter. Ich werde aber nicht zu B fahren. Was hat er jetzt, was bedankt er sich die ganze Zeit da? Ich werde zu C fahren. Das mache ich oft, wenn ich von dieser Seite aus starte. Ob sie so clever ist, weiß ich nicht. Oh, ich hoffe, ich komme hier runter, ohne mich zu überschlagen und fahrtüchtig zu bleiben. Ja, das hat doch noch geklappt. Okay, ich habe meine Gleiskette ein bisschen kaputtet, aber sie ist ja noch fahrtüchtig. So, sehe ich hier was? Ne, ich sehe nichts. Also ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, dass er früher besser war. Ich bin jetzt mal rumgefahren. Ich mache natürlich auch mal One-Shot-Kills, aber das ist eher selten. Also ich muss da doch eher häufiger raufhämmern. Aber dabei ist unrelevant, welche Munition ich benutze. Ich habe ja jetzt auch viel herumexperimentiert und da hat es den ersten zerhauen. Scheiße. Ja, jetzt wäre Artillerie natürlich schön, aber die habe ich natürlich nicht. Also muss ich zusehen, dass ich hier so am Leben bleibe. Scheiße, was ist denn das? Das ist natürlich immer ein bisschen knifflig. Ich hoffe, ich sehe da gleich einen. Jop. T-34. T-44. Komm, jetzt aber. Abschusshilfe. Gut, war es nicht so prickelnd. Ich hätte auch gehofft, irgendwie... Ich habe sogar vermutet, dass ich jetzt komplett penetriere. Und hier irgendwie so einen relativ einfachen Treffer hier raufknalle. So, ich versuche mal da vorzufahren, denke ich. Mich dort zu verstecken. Hier scheint es erstmal sauber zu sein. Die schießen auch, aber wohl aus dem Winkel, den ich nicht sehe. Beziehungsweise auf etwas, was ich noch nicht sehe. Zu sehen, dass ich jetzt irgendwie rüberkomme hier. Es scheint sauber zu sein, also ich fahre jetzt rüber. Oh, da haben wir schon einen. Oh. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, erst zu spät mitbekommen. Wurde zu spät angezeigt. Tja, hätte ich natürlich so nicht gemacht. Ja, hier versammeln sie alle. Was machen die alle bei C? Ja, ich muss mich mal kurz hier äußern. Echt. Ja. Ah, nur ein bisschen ärgern, ne? So, dann denke ich mal, dass ich da nie mehr hinfahre. Jedenfalls nicht mit dem Panzer hier. Jawohl. Ja, ich werde es mal bei B probieren. Schätze ich. Ich kann es noch nicht genau sagen, weil das sind immer so Sachen. Ja, man entscheidet ja dann auch intuitiv. Man will erst zu C, dann geht man doch zu B. Dann denkt man sich, ach, scheiß drauf, ich fahr zu C. Oder gleich zu A. Oder ich fahre einfach aus der Karte raus. Lottleck. Wie sieht's denn aus hier? Ja, doll war bisher noch nicht. Hätte ich gewusst, dass die da alle von der Seite kommen, hätte ich das rechtzeitig gesehen, hätte ich es nicht gemacht. Also, oh. Immerhin auch eine Abschusshilfe relativ spät passiert. Da wird dann auch nichts. Es ist nicht so einfach hier und wir wissen ja alle, je höher das Battle Rating, desto schlechter läuft es eigentlich normalerweise für einen. Ah, das wird auch nichts. Aber oh, ich muss gleich niesen, ich hoffe, das kann ich mir verkneifen. Oh, ja, okay. Alles gut.
Obwohl es nicht so aussieht, läuft es ja noch für uns verhältnismäßig gut. Könnte ich natürlich aber auch gleich ändern. Ich würde hier schon gerne noch was wegschießen. Aber sie können hier überall sein, ey. Also manchmal, an manchen Tagen, da werde ich so, tatsächlich so ein bisschen paranoid. Da befürchte ich überall, überall jemanden. Da komm hier, da. Das hat doch mal exakt nicht funktioniert. Den Kollegen da vorne hat es auch zerfetzt. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist echt kein gutes Zeichen. Oh shit. Aber wir cappen schon wieder. Wenn das nicht noch ein Win wird hier. Vielleicht ist es mir möglich, tatsächlich noch einen Kill abzustauben hier. Ich habe so keinen Bock jetzt davor zu fahren. Ey, ist einfach zu voll. Naja, sieht echt gut aus. Da ist das ganze Artilleriegebrett da. Ich komme hier eigentlich zu nichts. Ich meine, warum soll ich auch jetzt hier besonders mutig vorfahren, wenn ich weiß, dass es ja sowieso nicht klappt. Oh, schnell, schnell, schnell. Also, eigentlich sieht es richtig scheiße aus. Ich habe überhaupt nichts geschafft hier bisher. Ziel unbeschädigt, ja. Da fragt man sich, was bringt so ein Panzer, wenn man sowieso ständig gegnerische Panzer hat, wo einfach alles abprallt oder nicht penetriert. Ich schätze mal, ich werde auf dem 16. landen. Tiefer geht's ja nicht. Komm doch mal einen hier. Jetzt direkt mit dem Arsch. Also, ich kann schon nachvollziehen, das ist mir aber auch aufgefallen, dass die amerikanischen Panzer mittlerweile relativ Schrott sind. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil es hier jetzt gerade nicht besser läuft, sondern weil es tatsächlich der Fall ist. Mir ist es ja auch aufgefallen. Ich glaube, ich bin gleich schon wieder weg. Jetzt kann ich mich auch nicht mehr bewegen. Also auf jeden Fall wurden viele der Panzer so genervt, auch die Panzerung, die so vermindert, dass es einfach lächerlich ist. Und ich habe schon lange nicht mehr wirklich, ja, wirklich was gerissen hier mit amerikanischen Panzern. Naja, ich sag mal, ich mache noch eine Runde. Das werden wir höchstwahrscheinlich gewinnen, hoffe ich. Und ja, dann sehen wir uns dort wieder. Also, ne? Bis gleich denn. Mal schauen, ob es jetzt besser läuft. Ich hoffe ja. Immer noch unterwegs mit dem Jumbo hier. M4, ach scheiße, also Jumbo. Ich vergesse ständig. Wir sehen irgendwas mit 76G, war das jedenfalls noch. Die haben ja also relativ die ähnlichen Namen hier mit M4, leck mich am Arsch. Was ich noch sagen wollte, ist eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass auch die britischen Panzer, weil sie teilweise eine ähnliche Bauweise haben, auch ziemlich beschissen sind. Ich habe, das werde ich in Kürze veröffentlichen, mal 4 Runden mit dem Churchill MK7 aufgenommen und ich sag mal so viel, es war grausam. Es war wirklich grausam. Also bleibt dran, ne? Ich mach das Video fertig und dann bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. So, jetzt werde ich mal versuchen, hier was wegzuhauen. Mir ist auch aufgefallen, dass ich zum Beispiel selten, wirklich selten, in letzter Zeit von amerikanischen Panzern überhaupt weggeschossen werde. So, ein Treffer, Gleiskette weg. Ja, das ist eigentlich überhaupt nichts. Dafür gibt es jetzt eine Abschusshilfe. Nee, aber jetzt, ich werde selten von amerikanischen Panzer weggeschossen. Dabei ist vollkommen unrelevant, welcher Panzer auf mich geschossen hatte. Ich krieg, also ich werde meistens von russischen und deutschen Panzern weggefetzt. Und auch selten, also etwas seltener von britischen Panzern, aber wahrscheinlich noch eher vom britischen Panzer als vom amerikanischen Panzer. Obwohl die Briten jetzt mittlerweile ja auch nicht so prickelnd sind. Also ich fahre die ehrlich gesagt auch nicht so gern. So, den kriege ich nicht weg da. Ah, sieht auch schon wieder nicht gut aus hier, ey. So, das ist also da einer neben mir, da ist auch noch einer. Ja, da denkt man sich, müsste man doch eigentlich super treffen. Mein Vorteil ist jetzt nur, ich habe das jetzt gerade überlebt, weil ich doch eine relativ starke Panzerung habe, obwohl sie im Vergleich zu anderen Panzerungen von den Gegnern nicht so prickelnd ist. Gut, das ist mir auch beim Churchill aufgefallen, ne? Kriegst nichts kaputt, aber
hältst viele Treffer aus und teilweise wirklich auch viele Arterieschläge, wo dir einfach mal nur die Kette abfällt. Aber was bringt mir das? Da bin ich eigentlich nur der Kugelfang für die anderen. Und so ähnlich kommt es mir ja auch mit dem vor. Jetzt verreck doch mal, Mann. Tja, was soll ich hier denn noch an Munition ausprobieren? Ich muss ihn wohl irgendwie flankieren. Ich weiß nicht, ob ich genau, ob ich das noch schaffe hier. Fakt ist, ich muss mir einen Kill ergattern hier. Weil dann wäre es die zweite Runde jetzt am Stück, wo ich glaube ich keinen Kill. Ich habe schon gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Kill mit dem gemacht. Wie mit dem Churchill letztens. So, ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum. Offensichtlich bleibt mir nichts anderes übrig. Shit. Ziel unbeschädigt. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich meine, ihr seht es ja. Ich penetriere überhaupt nichts. Ich krieg nicht mal Treffer. Ich kriege jetzt mehr MG-Treffer zustande als Treffer mit meinem Hauptgeschütz. Muss ich halt noch weiter ran. Okay, ich kann verstehen, dass man den Frontal jetzt nicht. Oh, Scheiße. Der geht auch nicht kaputt. Jo. Ja, das lohnt sich ja mal richtig hier. Komm jetzt aber mal. Okay, das ging daneben. Aber offensichtlich, ja, das wird ja wohl gleich wieder gewesen sein hier. Verdammte Scheiße. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die amerikanischen Panzer gegenüber den Panzern, die mir jetzt hier mir als Gegner gegenüberstehen, wirklich so schlecht gewesen sein sollen, dass sie nicht auch nur einen vernünftigen Treffer zustande kriegen. Guck mal, der steht ja direkt vor mir hier. Ja, klar, wo willst du denn da jetzt draufschießen? Okay, klar, er ist ein Camper, für ihn läuft's gut, aber wo soll ich hier draufschießen? Tja, nee. Alles klar. Was soll man dazu noch sagen? Gut, ich habe einen Gutschein, aber also mein Gefühl sagt mir, es wird nicht zwingend besser jetzt. Gut, die Runde davor hatten wir immerhin gewonnen, aber ja. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht sonderlich neu, wenn man sich das Forum durchblättert, egal ob jetzt das englischsprachige oder das deutschsprachige, beim französischen und russischen kann ich jetzt nicht allzu viel sagen, weil ich spreche die Sprache nicht. Weil ich kann die auch nicht verstehen. Dann ist es ja nicht neu, dass die Leute bemängeln, dass die amerikanischen Panzer eigentlich für den Arsch gerade sind. Und das ist wirklich so. Ich kann mir ältere Videos angucken, was ich gerade nicht mache. Aber ich weiß ganz genau, dass es früher besser lief, auch mit den amerikanischen Panzern. Und da war ich noch ein bisschen noobiger unterwegs. Und da lief es einfach weitaus besser. Also auch mit dem Jumbo, weil den bin ich schon mal gefahren. Ich glaube, das war mit eines der ersten Videos, die ich veröffentlicht hatte, wo ich einen Jumbo gefahren bin. Und jetzt ist es einfach echt nur noch ein Krampf. Aber ich werde das mal weiter beobachten. Ich werde jetzt häufiger mal wieder amerikanische Panzer fahren und werde mal gucken, wie ich da durchkomme. Werde natürlich auch ein bisschen mit der Munition herum experimentieren. Also auch Testfahrten machen wir ja schon wieder. Okay, das steht da, ich komme noch nicht ran, der Bunker ist vor mir. Aber auch keinen Bock, mich da wegfetzen zu lassen von dem. Ich werde es nicht gerade gucken, aber ich glaube, der hat schon einiges weggemetert. Was witzig ist, wenn ich mit dem Deutschen unterwegs bin oder mit dem Russen, sind die nicht so sonderlich schwierig, also. KI hier. Pff. Okay, besser gar kein Kill. Ja, huhu! So, das ist wirklich, das ist so op. Der Panzer ist so op. Ja, siehst du, der ging voll daneben. Jetzt ist er schon wieder da, ich habe keine Zeit mehr. Das Ding. Motorkühler, das ist doch auch alles nix hier. Jetzt frage ich mich. Ah, russische KI kriegt sich kaputt, ne? Jetzt habe ich mich gerade selber gefragt, warum beschäftige ich mich jetzt eigentlich damit? Scheiße, das ist noch einer.
Oh, schick ist das nicht. Vielleicht kriege ich ja in die Landkasse noch runter. Das ist richtig frustrierend. Und wie es aussieht, ist ja eh gleich vorbei. So wie es aussieht. Aber siehst du, wenn man so frustriert ist. Es ist natürlich so, das affektiert natürlich das allgemeine Spiel, ne? Wenn man hier so nichts zustande kriegt, dann ist man auch später nicht mehr so tip-top unterwegs. Immer noch ein Crit, ja, das sind russische Flugzeuge, keine Flügel mehr, aber noch steuerbar. Für einen kurzen Moment jedenfalls. Oh, Hauptsache, der ist weg jetzt. Zack. Ja, ich glaube, hier ist nicht mehr allzu viel los. Ah, oh, das ist richtig frustrierend. Kriege ich den noch irgendwie... Ah, das würde auch nichts hier. Ah, der war schon weg, bevor mein Geschoss ankam. Ja, was soll ich sagen? Das war's hier. Trotz allem danke fürs Zuschauen. Ich würde gerne mal wissen, was ihr von den amerikanischen Panzern haltet. Und ja, was soll ich sagen? Es frustriert einfach nur. Und wer frustriert ist, spielt natürlich schlechter, ist klar. Also trotz allem, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo oder auch nicht. Ist ja eure Sache. Tut euch nicht weh jedenfalls. Und ja, viel Spaß noch beim Zocken und bis demnächst. Also, ciao, ciao.